Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da, das stimmt mit euch nicht. Mich streichelt keiner, wenn ich vom Klo komme. Oder was sagst du denn dazu? Was du schön Kacker machen, ja? Was du schön Kacker machen, ne? Hat du eine feine Wurst gemacht, ne? Ei, feinen Haufen geschissen. Einen wundervollen guten Morgen, herzallerliebstes Publikum. Das könnte ich jetzt so schön verwenden, wenn du keine Scheißkippe im Hals hättest. Genau. Habt ihr den Abo-Button schon gedrückt? Wenn nicht, dann bitte jetzt machen, damit ihr nichts verpasst. Was? Kurz Kacker machen? Ja. Mit Bella spazieren gehen in der Arbeitszeit? Ja, mal ganz kurz. Willst du uns ein bisschen was erzählen, was wir so haben? Ja, können wir gerne machen. Wir haben da ein bisschen Ausländer auf dem Bild. Ein Wahnsinn, das hat keiner verstanden. Mitsubishi Outlander. Hat einen Unterfütterung bekommen? Mitsubishis haben wir echt selten, ne? Ja. Wir hatten ja auch echt lange gebraucht, bis wir die Betriebserlaubnis gekriegt haben, ne? Die R115, ne? Mittlerweile ist sie da, Mitsubishis gehen. Das ist ein relativ junges Fahrzeug, ne? 6820. Runter, der hat 64 Liter. Ja, sieht gut aus, ne? Nicht zu hoch. Genau richtig. So. Alles schön. Mitsubishi Outlander, was für ein Motor? Richie, du hast den gemacht. Was für ein Motor? Ich glaube 2 Liter, 4 Zylinder mit 150 PS. MPI, ne? Ganz normal. Der kriegt Additivierung noch, ne? Hat er. So ist gut. So, was haben wir denn hier noch? Aber was ich hier doof finde, ist, dass er kein Allrad hat. Was? Dass er kein Allrad hat. Ist doch kein Subaru. Mitsubishi haben nicht alle Allrad. Aber so ein Riesenschiff ohne Allrad? Ja, weiß ich nicht. Was hat denn dein Mercedes? Das ist auch ein Riesenschiff, hat kein Allrad, oder? Aber kein Geländewagen, nur ein SUV. Bella, was sagst du dazu? Bella, was sagst du denn dazu? Was du schön Kacker machen, ja? Was du schön Kacker machen, ne? Ja. So, was haben wir noch? Hier haben wir ein Toyota Auris. Hybrid, jawohl. Auch nichts Neues, ne? Standardgeschichte. Ihr wisst ja alle, die fleißigen Nagelstudio-Gucker wissen es ja, dass Hybrid und Autogas sich nicht ausschließt und die eierlegende Wollmilchsau ist günstiger und ökologisch, ökonomisch effizienter kann man nicht fahren. Ja, jetzt hast du doch wirklich fertig. Das Einzige, was hier noch fehlt, ist das SI-Kit. Was? Mich streichelt keiner, wenn ich vom Klo komme. Hat du eine feine Wurst gemacht, ne? Ja. Ei, feinen Haufen geschissen. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das stimmt mit euch nicht. Echt jetzt? Ja, Auris soweit schon durch. Einzig, was mir fehlt, ist das SI-Kit. Da ich noch die Kabel dafür liegen. Ja, kriegt da auch rein, ne? Ja. Ja, ja, bei Toyota und Mitsubishi und so. Ich bin mir gar nicht so sicher. Aber manche Kunden wollen eine Additivierung haben für ihr Gewissen irgendwie so, ne? Ja, hier haben wir einen schönen 1,6er BSE Golf. Den macht unser Floppy. Lange nicht mehr gemacht, so ein Auto. Und sie werden auch weniger. Ist halt ein kleines Auto. Golf 5 wird mittlerweile auch relativ günstig. Da wollen nicht mehr so viele Leute so viel Geld investieren. Lohnt sich aber, wenn die wenig gelaufen haben, natürlich immer. Ne? 1,6er BSE VW, habe ich schon ein paar Mal gesagt, hatte anfangs, damals, wo die rausgekommen sind, die Motoren in schlechten Ruf, konische Laufbuchsen, mehrere Sachen. Da sind so ein paar Mal hochgegangen, schlechte Zylinderköpfe aus Mexiko. Und heute, muss man sagen, die laufen, laufen ewig. Ich sage, wir haben welche auf Gas mit 600.000 Kilometern. Ne? Auto hätte ich gerne gekauft, ist aber leider woanders hingegangen, habe ich schon mal erzählt. Ne? Hm? Also die BSE werden gar nicht so selten, wir haben jetzt noch angekriegt. Ja? Naja, wenn einer kommt, kommen immer mehrere. Das Phänomen kennen wir ja, ne? Wer hat hier einen Schrank, wer hat hier was rausgenommen? War wieder keiner. Jetzt pass mal auf. Es war keiner. Kann es nicht gewesen sein, ich war mit Bella nach. Du warst mit Bella Kacker machen. Ich hab mal ausgeschraubt, hast du rausgenommen. Bitschi? Ja? Komm mal her. Ich bin auf jeden Fall. Wer hat da was rausgenommen?
Nee. Siehst du? Genau das habe ich nämlich gesagt. War keiner. Da war der Wind. Was? Genau. Ja. Guck mal, wie scheiße das aussieht. Weißt du mal? Ja, bitte. So, zu dir komme ich jetzt gleich. Aha. Mit ganz viel Freude. Jetzt sieht es wieder schön aus. Jetzt sieht es wieder schön aus. Genau, das ist aber... Nicht ganz. Scheiß Schranktür zu. So, komm, lass mal gucken, was wir draußen noch haben. Und dann will ich zu Heiko. Zeigen, was Heiko gemacht hat mit unserer neuen Werkstatt. So, hier haben wir einen Neuwagen, einen Seat Tarraco. Ja. Was für ein Motor hat der drin? Ich weiß es gerade nicht aus dem Kopf, weil der kam gestern an, der war halt schon viel früher zum Umrüsten. Ja. Aber der kam nicht, hat VW nicht ausgeliefert. Der war bestellt, der Wagen, ne? Genau. Das ist ein brandneues Auto, Seat Tarraco und TSI-Motor drin. Ich weiß es nur nicht, ob es ein 1,2er, 1,4er, 1,8er, 1,5er oder so ist. Kommen wir ist das für nächste Woche, ne? Nein, der war schon. Den muss ich jetzt zwischendurch schieben. Echt? Ja. Ach, der Termin, der war schon. Der war schon VW nicht ausgeliefert. Aber macht der Druck, der Kunde, zeitmäßig? Na, er hat jetzt 4 Wochen auf den Seat gewartet, ne? Ja, dann müssen wir gucken. So läuft es immer, ne? Auto sollte irgendwie geliefert werden, wurde nicht zum Regeltermin, wo er zur Umrüstung konnte, geliefert. Und jetzt ist er nachgeliefert worden. Jetzt müssen wir gucken, dass wir den irgendwie dazwischen schieben. Das ist natürlich auch für uns immer blöd. Und der Kunde möchte natürlich sein Auto haben, ist klar, ne? Dass ein Neuwagen gleich ein Kratzer ausgeliefert wird, ne? Ein Kratzer? Nagelneu? Weiß der Kunde das? Ja, ich habe ihn gleich angerufen. Ja, das ist aber, glaube ich, nur in der ersten Schicht. Ich glaube... Hier, hör mal. Schon ziemlich tief. Nicht so gut. Gut, dass du es gesehen hast. Super. Ansonsten wären wir es nämlich gewesen. Genau. Seat Tarraco 1, Fragezeichen TSI. Prinz VSI 2.0 kriegt der auch rein. Ne? 2.0 nur. Ne? Genau. Kommen wir noch zu. Gibt es noch Videos drüber? Für die Leute, die sich dafür interessieren. Ne? Hier haben wir einen Jeep. Der ist auch schon fertig. Komplett. Der ist fertig, ne? Ja. Fix und fertig eingestellt. Fertig. Jeep Grand Cherokee Trailhawk. Nicht Trackhawk 6,2 Supercharged, sondern ein 5,7 Hemi. Der heißt nicht Trackhawk, der heißt Trailhawk. Heißt also, der ist nicht für einen Track, sondern der ist für einen Anhänger zum Ziehen. Ne? Genau. Ja, ich habe mich auch verhört am Telefon. Ein Trackhawk gibt es nicht mit dem 5,7, da ist ein Trailhawk. Ne? Hat so ein paar Besonderheiten, so ein paar rote. Was? Ja, hast du aber nicht offen das Auto, ne? Ja, weil vorne sieht's ja viel rot. Der sollte gestern abgeholt werden, hat er nicht hingekriegt. Ne? Wir brauchen unbedingt Platz, der ist ja verkauft. Glücklicherweise, er frisst uns ja Platz ohne Ende, hat der Kunde nicht weggekriegt, irgendwie bremsenfest oder so. Da muss er sich jetzt noch was einfallen lassen, ne? Hier, Trail Rated, Trailhawk. Ja, der hat so rote Lüftergitter, Abschleppösen irgendwie in Rot. Kann man schön finden, muss man nicht. Ich überlasse es euch, schreibt es unten drunter, ob ihr es schön findet, ne? Auf jeden Fall ist es ein schönes Auto. 5,7 Hemi ist ja ein bewährter Motor, ne? Richtig. Wenn die Wasserpumpen nicht gerade wegfliegen und dann lüftet er in den Kühler rein und so. Unserem Rem. Bei unserem Rem, unser Rem ist ja unser Sorgenkind. Den neuen Rem, den wir gekauft haben. Also nicht den neuen, sondern den 5,7 Hemi und immer nur irgendwas dran. Jetzt ist Dome letztens gefahren und Lüfter vorne weggeflogen und direkt in den Kühler rein. Jetzt steht er bei ihm zu Hause und jetzt muss er eine volle Haustür reparieren am besten, bevor wir einen Anhänger runterholen, ne? Ja, das ist auch eine schöne Geschichte. Hier der Sprinter. Das ist schon der zweite, den wir davon machen. Ein Kunde aus Berlin hatte einen Erdgassprinter und hat den bei uns von Erdgas auf Autogas umbauen lassen. Beziehungsweise nicht ganz. Sondern Erdgas-LPG-Fahrzeug. Genau, der ist bivalent Erdgas, also CNG-LPG. Er läuft kalt auf Erdgas und schaltet dann auf LPG um. Ne? Warum der Kunde das macht, ist klar, weil LPG natürlich besser ist, viel mehr Tankstellen gibt und natürlich auch wartungsfreundlicher und ganz, ganz viele Sachen über Erdgas habe ich euch schon ganz viel erzählt, möchte ich in diesem Video nicht wieder so viel erzählen. Aber wie gesagt, der startet kalt mit Erdgas und schaltet dann direkt auf Benzin über. Normalerweise ist auf Gas über. Normalerweise ist es ja umgekehrt. Billiger kann man so einen Sprinter nicht fahren. Normalerweise ist es ja umgekehrt, dass man mit Benzin startet und auf Gas übergeht. Wir bauen die Erdgastanks alle raus. Haben wir es letztens? Nein, wir bauen nicht alle raus, wir bauen nur die hinteren aus. Genau. Einen lassen wir drin für den Kaltstart quasi nur und dann Autogas drauf. Eine interessante Geschichte. Haben wir letzten ein bisschen tiefer gezeigt? Nein, da waren wir gar nicht da, waren wir in Urlaub. Ach so. Da waren wir Berchtesgaden. Ach so, ja, das ist natürlich blöd. Den zeigen wir euch jetzt mal ein bisschen genauer. Wahrscheinlich nächste Woche. Nee, diese Woche noch, ne? Diese Woche noch. Muss ich ja noch ein Video machen. Heute ist doch Mittwoch. Ja. So, wollen wir mal gucken, was Heiko jetzt macht. Unsere neue Werkstatt nimmt wirklich Form an. Und ich möchte hier von außen. Ja. Den macht Heiko schon.
Ja. Guten Tag. Ja, guten Tag. Ist das die neue Fernbedienung für unser Billigtor da? Ja, ja, genau. Echt? Ja. Haben ja. wir die auch mit Funk? Die haben wir auch mit Funk sogar zweimal. Super. Willst du Zuckerschneckchen mal erzählen, was alles gemacht hast? Ja, wenn du reinkommst. Ja, klar. Draußen ist kalt. Ja. Dann kann ich hier nämlich wieder zumachen. Mann, bist du schon wieder langsam, ey. Das ist ja furchtbar. Ist Fliesen sind noch nicht drauf, Decke ist noch nicht fertig, Scheiben sind noch nicht drin. Das liegt nur am Chef, der ist so lahm mit dem Material besorgen. Ach so. Spaß beiseite, ich bin stolz auf unseren Heiko, hat er wirklich, wirklich schön gemacht. Ist eine teure Geschichte, Heiko ist natürlich schon ein paar Tage hier dran, aber dafür wird es eine wundervolle Schleif-Waschwerkstatt, ne? Als Waschhalle zum Schleifen für Vorarbeiten, so ein bisschen Füllerarbeiten und so im Lackvorbereitungsraum und so. Und der wird schön. Wir haben jetzt hier unser Rolltor, das habt ihr schon gesehen. Da hinten haben wir auch noch ein Rolltor. Das führen wir euch jetzt auch noch vor, dass es funktioniert. Und hier kommt die Supermarkt. Ich hoffe, mit dem Licht haut das hin, wenn das da geht. Dagegen scheint es nicht so einfach. Stell mich mal hier hin. Hier kommt die Elektrotür aus dem Supermarkt rein, ne? Aber mit Taster. Ist natürlich klar, wenn man hier an einem Auto arbeitet und dann immer dran vorbeiläuft, wenn die Tür auf und zu geht, ist natürlich blöd. Wir machen hier einen Taster dran, in und einen außen und dann fährt die Tür elektrisch auf, die Glastür. Die Scheiben haben wir auch noch alle, bedeutet, wir haben hier einen schönen Glasraum. Decke wird auch komplett verspachtelt und mit Latexfarbe gestrichen, genau wie die Wände auch. Und hier kommt, wie gesagt, Glas rein. So, und dann haben wir hier hinten das Tor, wo wir durchfahren können. Also, den Plan, den ich im letzten Video euch erzählt habe, der ist, da sind wir gerade dabei, den schön in die Tat umzusetzen. Ne? Ja, Riegelplatten, das sieht schon richtig gut aus, Heiko. Das sieht super aus. Was ist mit deinem Tor? Funktioniert nicht? Boah, nur Strom. Feuchtraumriegel gibt's? Ja, ich habe ja den ganzen Strom rausgemacht hier. Ach so. Ja, muss ich ja. Es kommt ja neu alles. Ja. Und deswegen muss ich ab und zu mal einen Stecker umgehen. Ja, Strom machen wir neu. Lampen kommen hier noch, LED-Lampen rein, die gleichen wir drüben in der Werkstatt haben, ne? Ja. Vorführeffekt geht. Oh, jawoll! Sexy. Es ist nicht das hochwertigste und stabilste an Rollladenpanzer, was es gibt. Manche haben drunter geschrieben, für 500 Euro kannst du nichts erwarten. Das ist ja ein vergrößerter Jalousie für ein Fenster. Ja, das stimmt. Aber für unsere Zwecke absolut ausreichend. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist gut. Ne? Genau so. Wollten wir das haben, dass wir hier schön reinfahren können, hier schön an im Auto arbeiten können und eins sogar noch durchfahren können, dahinter noch arbeiten. Ne? Da kommt überall schön Glas rein, beziehungsweise, nee, hier kommt kein Glas rein, ne? Hier ja, gar nicht, weil das haben wir ja geändert. Okay. Die Scheiben, die wir haben, kommt Glas rein, verteilen wir so, dass es schön aussieht, den Rest machen wir eben mit Alubond oder so zu, ne? Das sieht schon wirklich jetzt schön aus, ne? Ja, Motorräder müssen hier noch raus, es kommt alles zu mir. Nach Hause, das kam alles noch. Metallbearbeitungsmaschinen. Ja, sind wir erstmal durch. Ihr seid erstmal so richtig auf dem Laufenden. Ja, diese Woche kommt auf jeden Fall noch ein Video. Wir wollen euch den Erdgas-Sprinter noch zeigen. Und den Seat Tarraco vor allen Dingen. Weil das ist ja ein relativ aktuelles Auto, ein ganz aktuelles Auto. Neuwagen. Und ist natürlich interessant für Leute, die sich so ein Auto kaufen können. Wie schön man den natürlich auch auf Gas umrüsten kann. Und noch günstiger fahren kann als mit einem Diesel, ne? Steuern, Versicherung, Kraftstoff und so weiter. Ihr wisst ja Bescheid. Gut, alles klar. Vielen Dank fürs Gucken. Hast du was zu erzählen, Heiko? Willst du dich noch über dein Lieblingschef ein bisschen beschweren? Nö, brauche ich nicht. Ausnahmsweise muss ich mich mal nicht beschweren. Nee? Nee. Ja, ne, das ist gut. Ja. Da freue ich mich. Wieso ich das auch? Weiß ich nur nicht, wo ich meinen Kaffee gelassen habe. Ach, da oben auf der Mülltonne. So, okay. Will einer von euch noch was erzählen? Ansonsten schließe ich dieses Video jetzt ab und... Ist nichts mehr. Tschüss. Alles klar. Macht's gut. Bis zum nächsten Video. Danke fürs Gucken. Tschüss.